Die habe jetzt einen alten Bauernhof geerbt in so einem kleinen Kuhdorf in Bayern. Und wir wollen da jetzt ein Therapiezentrum aufbauen. In Bayern? Seid ihr bekloppt? Wen willst du denn da therapieren? Franz Josef Strauß oder was? Das ist jetzt die Lilly aus Berlin, wohnt auf dem Huberhof. Habt ihr das Zindel am Huberhof schon gesehen? Das sind Teufelsanbeter. Die Lebensform von die Zukunft ist die Kommune. Eine Kommune ist wie eine große Familie. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Naja, du musst da nicht hinschauen. Ja, ich hab gehört, dass Terroristen sind von der ARF. Guck mal, Lilly, das ist doch sie da. Quatsch. Du kannst doch vor den Leuten nicht so einen Mist erzählen. Nachher glauben die das noch. Vorsicht, Schusswaffen! Wunderschönen guten Tag, die Damen. Wir haben gesagt, wir essen keine tote Tiere. Und du versteckst Würstel im Keller, ja? Du gibst das jetzt zu. Was sollte das denn? Das war Rudi, unser Postbote. Wir haben gerade miteinander geschlafen. Und ich? Du bist auch nicht schlecht im Bett. Erst neulich hattest du einen multiplen Orgasmus. Hab ich immer. Das glaube ich nicht. Wir sind ins Internat. Und sie geht mit diesem Therapeuten Oberarsch nach Amerika. Du willst uns loswerden, du willst uns abschieben. Nein, Lilly. Lena, das dürfen wir uns nicht bieten lassen. Jetzt lang. Wir müssen jetzt was unternehmen. Kinder, die kann so echt nicht meditieren. Welcome to the other side. Ich weiß nicht, was das bringen soll, wenn dein Hax da oben ist. Weil das bei der Grappenstellung mal so gehört. Aber eben, nein, wo du diesen Schmarrn mitmachen müssen. Hüppala.